Neil, vielen Dank für deine Frage. Du wolltest wissen, ob es notwendig ist, den Flügel auszubauen, wenn du das kipprige Bauteil ausbauen willst. Das ist nicht notwendig. Du kannst den Flügel eingehangen lassen, aber du musst den Flügel öffnen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Fenster und zeige es euch kurz. Zur Demontage benötigt ihr einfach nur einen Schraubendreher oder eine entsprechende Maschine mit Bitaufsatz. Ihr müsst die Schrauben am kipprigen Bauteil einfach lösen, das heißt hier direkt die Schraube zur Befestigung bzw. die Schraube für die Lasche. Und zur Demontage müsst ihr ebenfalls die erste Schraube vom Getriebe lösen. Damit bekommt ihr in diesem Bereich genügend Spiel, um die Zahnstangen aus dem Zahnschuh herauszunehmen. In unserem Fall haben wir ein Fenster mit einem Unterbandverschluss, das heißt unterhalb des Flügels wird ebenfalls verriegelt. Hier müsst ihr erst diese Schrauben lösen, den Unterbandverschluss herausnehmen und dann könnt ihr das kipprige Bauteil herausnehmen. So, das war's schon mit der Demontage. Zum Einbau des kipprigen Bauteils könnt ihr das kipprige Bauteil einfach nehmen, von unten einschieben. Wenn ihr einen Unterbandverschluss habt, bitte achtet darauf, dass ihr ihn vorher einhängen müsst. Das heißt, er wird ja hier eingedreht. Bringt den Unterbandverschluss und kipprige Bauteil so zusammen, dass die Funktion übergeben wird. Ihr müsst die Zapfenstellung auf die Drehstellung bringen und dann könnt ihr den Beschlag von unten in die Beschlagsnut einschieben. Wichtig ist jetzt noch, bei mir hat sich jetzt die Schubstange verschoben, das heißt, ich muss den Zapfen wieder in die richtige Mittelstellung bringen. So, in die Mittelstellung bringen. Und dann müsst ihr darauf achten, dass die Zahnstange in den Zahnschuh richtig einrastet. Rüber und jetzt könnt ihr neu verschrauben. So, das war's heute schon. Solltet ihr noch Fragen oder Hinweise haben, schreibt uns gerne einen Kommentar. Ich freue mich schon auf die nächste Zuschauerfrage und bitte abonniert unseren Kanal. Tschüss!